Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Riesenprojekt. Und zwar ist am Donnerstag endlich mal wieder ein Video erschienen. Ich freue mich megamäßig. Und wir haben den Tunnel so gut wie fertiggestellt. Ich weiß, ihr wart nicht dabei. Aber wenn ihr dabei sein wollt, wirklich, wie gesagt, lasst gerne mal einen kostenlosen Server da. Ist keine Pflicht, natürlich auf keinen Fall. Ich zwinge keinen zu irgendwas. Aber wenn euch das Projekt gefällt, euch das Video anseht oder euch das... Whatever, okay? Ihr könnt gerne uns folgen, uns abonnieren. Würde uns mega freuen. Aber jetzt geht's mal los mit dem Video. Und zwar, wie gesagt, das wird die erste Ausfahrt werden. Hier haben wir schon ein Riesenloch gesprengt. Keine Sorge, die Bäume werden wieder irgendwie gepflanzt. Keine Ahnung, ob wir da einfach nur ein, zwei Schichten Erden drüber geben oder so. Ist nicht so schlimm. Aber ihr könnt natürlich noch immer noch gerne dabei sein. Ich habe rausgefunden, ich habe mich da irgendwie informiert, also nicht irgendwie, ich habe mich informiert über diese andere Version und ich finde, das ist irgendwie wie die Handy-Version und die gefällt mir absolut gar nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ich da nicht recht habe. Oder schreibt mir lieber mal in die Kommentare, wie dieses neue Minecraft heißen soll. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, ich kenne mich da ziemlich gut. Ich bin da ziemlich gut informiert, dass es ehrlich gesagt nur diese PI-verbesserte Version ist, keine Ahnung. Aber, ach, come on, wo bist du? So, Falcon den Baum. Boah, nein. So, und wir bauen diesen schönen Aufwand hier, die ich schon angefangen habe und hier auch gerade, während ich mit euch rede, gebaut habe. Und dann, wie gesagt, kommt da Erde drüber. Aber jetzt kommt das mal im Zeitraffer, wie wir hier diese schöne Wand hier rauf bauen. Sie ist ziemlich schwer, weil wir hier schon, ich bin etwas vom Plan abgekommen. Der Plan war ja ursprünglich ganz, ganz vorne, vor dem Berg eigentlich rauszukommen. Ich dachte mir dann aber, warum nicht gleich ein bisschen weiter bis zum Meer vorstrecken? Dann können wir theoretisch auch Wasser holen mit Eimern oder so. Einfach hier raus. Hier werden wir dann direkt bei so einem kleinen, ja, selbstgebauten Wasserfall. Und ja, aber jetzt will, wie gesagt, wir bauen jetzt mal dieses kleine, schöne Stückchen hier rauf. Und dann sehen wir uns wieder.
Gunnar der Halle und zurück hier. Der Zeitraffer ist vorbei. Und wie ihr seht, man kann hier schmooth einfach durch eine Tür. Ja, da bauen wir so eine kleine Laterne ein. Und hier endet unser erster Schienenweg. Einfach im Nichts. Nein, aber besser gesagt, hier mitten am, ja, am Meer, See, am Wasser. Meilenweit von unserer Stadt entfernt und keiner wird das merken. Irgendwie so eine Art Bunkersystem. Aber hier ist jetzt ein paar Speed. Das heißt, man kann hier rauf. Vielleicht können wir das hier verbinden. Ja, wir verbinden das hier. Hier kommt so eine kleine Verbindung. Aber mit einem... Wenn das funktioniert mit einem... Nein, das geht nicht. Blödsinn. Hier gehört es her. Nein. Ja, nein, das funktioniert irgendwie gar nicht. Aber ich meine mal, wir geben das hier weg. Und falls man einmal irgendwas braucht... Funktioniert das jetzt? Ja, passt. Also, die bleiben dann einfach hier stehen. Und fertig. So, hier dieser schöne Tunnel. Den müssen wir jetzt von außen noch eingraben, aber das werden wir heute, also das werde ich nicht, werdet ihr nicht sehen. Und ja, Tunnel 1 von Bahnhof zu, also von, ja, von Bahnhof zu Meer ist jetzt fertig. Und jetzt werden wir mit dem nächsten nochmal kurz anfangen heute. Und ich würde aber dann sagen, ja, wir fangen nochmal an. Wir holen jetzt hier ein paar Utensilien und ja, wir werden mal schauen, wie weit wir kommen. Wir werden hier nämlich viel, wir bauen ihn gleich hier dran, oder warte mal, wo müssen wir hin? Eher weiter links sogar, ja, dann bauen wir ihn eher hier, ja. Aber ich hoffe, das geht sich mit der Tiefe aus vom Meer. Wir haben hier nur zwei kleine Tiefe. Deswegen haben wir auch so tief gebaut, aber mit dem Sand, das wird alles rund. Nein, wir bauen es hierher. Das heißt, die höchste Stelle wird dann circa hier sein. Schauen wir mal, ob da Wasser kommt. Nein, Gott sei Dank, doch. Gut, dann gehen wir mal tauchen. Oh mein Gott, in einer Reihe. Es werden zwei werden hier. Ah, ja, scheiße. Zwei rein. Come on. Ah, wir sterben nicht. Ja, das ist scheiße, wirklich. Aber hier können wir endlich mal die ganzen Bruchsteine, die wir nie brauchen, verwenden. Ja, ich glaube, das sollte jetzt mal funktionieren. Das Wasser ist auf jeden Fall mal eingeholt. Aber es ist ja auch nur diese Zierlinie, also ja. Schauen wir uns das mal an. So, das heißt, wir haben hier den höchsten Punkt. Das heißt, wir müssen sowieso hier mal anfangen. Obwohl, es ist ja auch nur eine Reihe immer. Ja, wir lassen eins frei. Und wie breit wird der ganze Tunnel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, also es wird schon ziemlich breit. Ich habe leider keine Schaufel, aber die Spitzhacke ist eh sau gut. Naja, für das wir alles. Oh, das rutscht alles. Aber Gott sei Dank ist hier Erde. Das hilft schon mal enorm. Weiter. Ich kann hier mit dem. Ah ja, Feuerzeug ist wieder da. Feuerstein für Feuerzeug ist super. Hilfreich. Und natürlich den ganzen Bruchstein werden wir gleich wieder verwerten und da hinten unten ins Meer reinpacken. Okay, das heißt, und wie hoch gehören wir hier? 3, 4, ja, 5, bis so 6 müssen wir hoch. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Ja, hier so. Hier müssen wir rauf. Hier tropft es schon, aber natürlich, wenn der Stern drin ist, wird es nicht mehr so tropfen. Und wie breit nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das gehört auch noch weg. Ja. Jo, scheiße. Ja, das wird auf jeden Fall kacke werden. Ich freue mich schon, wenn wir einen Aufzug, Leute, der ist auch geplant, einen Aufzug, der uns hier reinbringt, oder besser gesagt, der uns hier runterbringt, ist auf jeden Fall, ja, ich muss mir das nochmal anschauen, wie wir den machen mit Redstone wahrscheinlich, so ein bisschen Redstone-Technik. Aber jetzt bauen wir uns mal den zweiten Tunnel und vermutlich auch mal den letzten Tunnel hier zusammen. Oder fangen wir mal mit dem Spatenstich an. Ja, wir werden mal hier eine fette Sprengung machen. Oh fuck. Ja, wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben. Nein, werden wir nicht. Ja. Okay, ich würde mal sagen, ich baue das ganze Zeug hier aus und wieder ein. Und dann das seht ihr jetzt mal kurz im Zeitraffer, weil das hier eine mega Kackarbeit ist. Ja, also bis dann. Okay, Planänderung, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich komme nicht weiter in dieses Loch rein. Wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen. Und ja, dieser Tunnel, dieser provisorische unter dem Meer, hat leider nichts gebracht. Das hätten wir ausbauen müssen und müssen jetzt wieder alles wegreißen. Also würde ich sagen, ihr könnt gerne kurz einen Abo da lassen. Falls euch das wieder gefallen hat, würde mich sehr freuen. Und natürlich auch ein die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Und natürlich könnt ihr uns gerne auf Facebook, Snapchat, Instagram und Twitter folgen. Aber für heute war es mal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Was wir heute geschafft haben, ist dieser ganze Tunnel. Zwei Abfahrten, also die eine war ja schon fertig, aber die eine Abfahrt komplett fertig gemacht. Mit kleinem Häuschen, die Tür noch und wir sind komplett fertig mit dem Zwischenbahnhof. Ja, dieser Tunnel kommt noch und eventuell einer da hinten hin, weil da ist eine echt geile Mine. Na Blödsinn, das ist ja gar nicht die Map. Aber eventuell noch, keine Ahnung, vielleicht irgendwo da hinten hin.
wo wir nachher noch eine Mine bauen oder so. Aber noch cool wäre es, wenn wir noch eine Zwischenbahn hier neben... Also, warte mal kurz. Wenn wir hier noch irgendwie eine Zwischenbahn machen würden. Weil wir haben hier eine Mine. Also, die habe ich schon seit Anfang an. Die sich lohnen würde, ausgebaut zu werden. Und hier, wie ihr seht, warte mal kurz. Hier ist einfach ein Loch. Und warte mal, hier ist der Tunnel. Wo ist der? Da, da ist der Tunnel und da ist meine Mine, sprich, hier also, sprich, wenn man hier durchgräbt, hat man schon den Tunnel und das ist echt nicht schwer, das zu verbinden. Vielleicht machen wir da noch eine kleine Zufahrtbahn und die möchte ich euch jetzt mal kurz hier im Detail zeigen. So. Mit Lavaöfen, das habe ich alles selbst eingerichtet, alles abgebaut und natürlich würde ich das gerne nachher benutzen. Die habe ich schon komplett erforscht, also habe da schon viel Redstone und sogar Diamanten und Gold und whatever alles, wirklich alles rausgeholt. Aber ich würde jetzt mal sagen, für heute war es mal. Danke fürs Zuschauen, danke für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao.